Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wo denn der Sport überhaupt steht in Bezug auf den Klimaschutz vor ungefähr 2 Jahren. Und dann bildeten sich ja nacheinander erst Fridays for Future, aber dann eben auch viele andere Initiativen, die alle auf For Future endeten. Also Omas und Pädagogen und Teachers und so weiter, aber eben nicht der Sport. Und das kam uns dann so absurd vor, dass wir dachten, natürlich kann der Sport da einfach vieles beitragen und das wollen wir tun. Deswegen ist die Namensgleichheit oder Nähe natürlich gewollt. Am Ende unterstützen wir alle gemeinsam, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Und das ist unser gemeinsames Ziel, auch die gemeinsame Grundlage auf wissenschaftlicher Basis. Und insofern ist das eigentlich genau der Anknüpfungspunkt, den wir gesehen haben.